Die ersten zwei Spiele waren schon sehr, sehr spannend. Ihr habt einen Sieg mitgeholt aus den beiden Auswärtsduellen. Zufrieden mit dem Saisonstart bisher? Absolut. Wir haben in Vechta eine gute Nummer gespielt, Chance gehabt, um zu gewinnen. Das werden nicht viele Mannschaften sagen können am Ende der Saison, glaube ich. Und wir haben in Kirchheim hervorragend das Spiel dominiert. Jetzt kommt mit Hagen eine Traditionsmannschaft, die auch im Neuaufbau ist. Was ist das für ein Gegner? Was können wir uns da erwarten? Also ein sehr gefährlicher Gegner, weil dieser Neuaufbau bringt Loyalität. Und deswegen sind ja Jonas Grof und Dominik Sport zurückgekommen. Und wenn eine Mannschaft geprägt wird von nicht Geld, sondern etwas anderes, dann gibt es immer mehr Inspiration und das sind riesig gefährliche Mannschaften. Und Hagen hat das eigentlich auch schon bewiesen, weil die in Köln ja hervorragend gewonnen haben. Wir haben eben schon mal die zwei wichtigsten Neuzugänge US-Amerikaner auf Trierer Seite gesehen, die beide, also Dranginis hat einen Wahnsinns-Saisonstart punktemäßig hingelegt, aber auch Justin Olze wird eine richtige Rolle spielen im Trierer System, ist aber ihr erstes Heimspiel. Spielt da Nervosität eine Rolle? Ich glaube schon. Ich hoffe es, sonst sind die zu uninteressiert. Worauf wird es denn ankommen heute? Der eigenen Stiefel durchziehen, ich glaube die neue Mannschaft, das hat man ja schon gesehen, viel, viel Druck in der Verteidigung aufbauen und schneller spielen als in den letzten Saisons, oder? Genau, wir wollen immer über 80 Punkte machen und wir wollen, Paddy, wir wollen auch immer, dass das Kollektiv, auch wenn die Würfe nicht treffen, dass das Kollektiv stehen bleibt. Und auch in diesem Spielstil, genau wie du erwähnt hast, der Druck bleibt da, wir attackieren. Und wenn das eines Tages nicht klappt, dann wollen wir nicht, dass wir auseinanderfallen. Das ist sehr wichtig für uns. Also, die Einstellung muss stimmen. Wir sind sehr gespannt. Der erste Heimauftritt der Römerstrom Gladiators Trier gegen Phoenix Hagen. Und die perfekte Einstimmung auf dieses Spiel, die gibt's mit dem neuen Einlaufvideo, dem Saisontrailer 2017-2018 von unserer Mannschaft unter dem Motto Invictus 2017. Und direkt im Anschluss meldet sich dann unser und euer Kommentator Tom Jarosch. Viel Spaß. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how strait the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Invictus von William Ernest Henley aus dem Jahr 1875, aber immer noch brandaktuell. Und das war das Mantra von Nelson Mandela, als er auf Robben Island 27 Jahre in Haft saß. Also da lohnt es sich auch mal auf die Wörter zu hören. Aber jetzt raus aus dem Bereich Literatur und Lyrik, gehen wir jetzt wieder zum Spiel. Ich sagte es bereits, das ist heute Knaller, ein Traditionsduell. Auf wen müssen die Trierer achten auf Hagener Seite? Also mit Sicherheit auf Dominik Spohr, den Rückkehrer aus der BBL, der jahrelang bei Gießen und bei Göttingen gespielt hat, über 100 Einsätze in der ersten Bundesliga hatte. Da auch als Kapitän in Göttingen, ist im Moment der Topscorer auf Hagener Seite mit 15,5 Punkten. Auf Trierer Seite
ganz stark Grant Guinness, der mit 30 Punkten im Schnitt, 35 hat er in Kirchham aufgelegt. Das war ein ziemlicher Kracher. Also, auf die beiden gilt es zu achten. Wen haben wir noch? Alex Herrera, ganz wichtiger Center auf Hagener Seite. Und natürlich der Forward Derek Brooks. Auf Trierer Seite natürlich auch Joe Elston, aber da ist, glaube ich, jeder gefährlich. Da muss man gucken, wer da gerade zu Topform aufläuft. So, die Spieler gehen auf die Bank. Jetzt wird gleich hier angerichtet sein. Und ich habe es eben erwähnt, Matthias Grote, der etatmäßige Trainer auf Hagener Seite, an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. So, fällt aus, wurde ersetzt durch Dietmar Günther, ein echtes Hagener Urgestein. Der Vater von Per Günther übrigens und von Jasper Günther, der auch im Team der Hagener Feuervögel, der Phönix, steht. So, die Schiedsrichter kommen zum Abklatschen. Gespannte Stille hier in der Halle. So langsam füllt es sich auch, da kommen die Leute von den Bierständen, kommen zurück auf ihre Plätze. Bei mir halt immer noch im Kopfhörer, das macht halt schon ein bisschen kürzer. Also, wenn ich mich da verhaspel, bitte ich zu entschuldigen. So, auf Hagener Seite der Assistencoach Kai Schulze, auf Trierer Seite Headcoach Marco van den Berg, der holländische Erfolgstrainer hier in Trier, und Christian Held als Assistant Coach, der talentierte junge Trainer aus Oldenburg, der auch schon als Head Coach die Pro A gecoacht hat. Die Mannschaften machen sich fertig. Übrigens, um mal hier aufzuräumen mit einem Vorurteil: Die Feuervögel aus Hagen sind nicht die Nachfolgemannschaft von Brandhagen, sondern die ging hervor aus der BG Hagen. Da hat übrigens mal Frank Buschmann gespielt vor Jahrzehnten. Und jetzt haben die Hagener erstmal eine 10-monatige Pause im Profisaison verdauen müssen. Deswegen glaube ich, die sind froh, die Hagener Fans, die ich an dieser Stelle auch ganz herzlich begrüßen möchte. Die sind froh, dass es weitergeht mit Profi-Basketball in Hagen. Und die Pro A, die hat schon einiges zu bieten. So, Trier mit Grant Guinness, Elston, Thomas Grün, dem jungen Luxemburger, Kevin Smith und Johannes Joost auf der Center-Position. Simon Schmitz wird geschont. Der ist gestern im Abschlusstraining umgeknickt. Und hier geht es aber los wie Feuerwehr. Schöner Leopard von Smith auf Elston und der lässt es krachen. Dreierversuch von Reed auf Hagener Seite. Fastback Trier. Grün mit dem nächsten Dunking. Also wann hat man das denn mal? Die ersten zwei Körbe mit krachenden Dunks. Trier legt los wie die Feuerwehr. Hagen mit Brooks, verteidigt von Grant Guinness. Rebound bei Hagen, bei Brooks, der macht ihn rein. 4-2 Führung für die Hausherren, die Gladiators aus Trier. Elston zieht zum Korb, verlegt, Joost noch am Ball, das wird einen Wurf Hagen geben. So, Trier mit der Fullcourt-Presse übers ganze Feld. Grof, auch ein Rückkehrer, der junge, talentierte A2-Nationalspieler, auch ein Hagener Eigengewächs. Brooks. Schöne Aktion von Herrera. Der Abschluss misslungen. So. Einwurf Hagen unterm Trierer Korb. Fehlwurf von Brooks. Rebound Herrera. Kevin Smith bringt den Ball. Der Oldenburger, Ex-Oldenburger. Kyle Rankinis.
der Neuzugang, der eingeschlagen ist wie eine Bombe in Trier. Auf dem Weg zum Korb. Schöner Ableger zu Elsten, der findet Grün draußen. Der schießt den Dreier rein. Thomas Grün, ich sagte es, der junge Luxemburger, der wird immer stärker. Der hat schon letzte Saison eine unglaubliche Entwicklung hingelegt und legt hier auch los wie die Feuerwehr mit 5 Punkten. Trier 7:2 in Front. Ja, was die Trierer in den ersten 2 Spielen ausgezeichnet hat, war eine brettharte Verteidigung. Und die spielen sie im Moment auch. Und Hagen scheint beeindruckt. Schmidt bringt den Ball. Wunderschön, da rutscht ihm aus der Hand. Der klassische Stockfehler, wird man beim Eishockey sagen. Reed mit dem Fastbreak versucht, gestoppt von Dranginis. Einwurf für Hagen über Reed. Spohr mit dem Dreier, der sitzt. Ja, das sagt man klassisch in your face, Johannes Joost. Der war ganz eng an ihm dran, hat Spohr nicht interessiert. Der netzt ein von der 3-Punkte-Linie. 7:5 Führung für die Gladiators. Elsten mit dem Block auf Smith, Johannes Joost, Dranginis. Fadeaway von Dranginis. Ja, wilder Wurf, würde man wohl sagen. Rebound, viel mehr Ball bei Trier. Einwurf unter der Grundlinie. Mit auf Elsten. Joost an der 3-Punkte-Linie. Der kann auch Dreier, der große Mann. Also, da soll man nämlich so Platz lassen. Elsten wühlt sich durch. Starker Hookshot gegen den Mann. Bärenstarke Aktion von Justin Elsten, dem Neuzugang aus Boston. Hat am Boston College gespielt. Sehr, sehr erfolgreich. In seiner letzten Saison hat er 20 Punkte im Schnitt. 25 Punkte Spiele. So war's. Also, hat 3-mal in Folge die Most Improved Trophäe, also der Spieler, der sich am besten verbessert hat, gewonnen. Das ist schon einer, der kann was. Ja, Reed kann auch was. Der macht den Zweier rein. Jetzt presst Hagen über das ganze Feld. Dranginis, Trier geht in die Set-Offense, also ins geordnete System. Schöner Pass von Dranginis auf Joost. Und der mit Brett zur Trierer 11:7 Führung. Hof. Reed. Block von Herrera. Pick and Roll Versuch. Da waren die Hände dazwischen. Ergebnis: Steel Trier. Thomas Grün. Ja, auf beiden Seiten ein intensiv gespieltes Spiel in der Verteidigung. Da merkt man, hier geht es um was. Standortbestimmung. Trier bleibt im Ballbesitz. 14 Sekunden auf der Shot Clock. Smith wird einwerfen. Joost, Dranginis. Schöner Zug zum Korb von Kyle Dranginis. Oh! Das wäre ein artistischer Korb gewesen. Elsten mit dem Rebound, Joost mit dem Rebound, aber irgendwie will der Ball nicht rein. Als ob jemand eine Glasplatte auf den Ring gelegt hätte. Foul gegen Joost, wenn ich es richtig gesehen habe. Jawohl, es wird 2 Freiwürfe geben. Joost macht den ersten zur 12:7 Führung für Trier. 5:45 gespielt. Noch zu spielen vielmehr. Joost macht beide. Trier 13:7 in Front. Hof gegen Kevin Smith, Brooks, Block von Herrera, Brooks mit dem Zweier, geht daneben, Hagen am Rebound, aber der Ball landet bei Trier. Grün, Elsten, Joost,
versucht, den Ball durchzustecken zu Smith. Ob das die beste Idee gewesen wäre, wenn der angekommen wäre, der Pass, hätte es mit einiger Haken Riesen in sich gehabt. So, Kapitän Simon Schmitz für Smith auf dem Feld mit dem Einwurf. Ja, mal gucken, ob der Knöchel hält. Wie gesagt, gestern im Abschlusstraining umgeknickt. Joost zieht zum Korb. Spin-Move. Da bricht er ab. Das war vernünftig. Schöner Block auf Draginis. Der hat den freien Schuss. Den muss er nehmen. Die Shotblock war abgelaufen. Ball landet bei Hagen. Spohr mit dem Dreier. Rebound landet bei Trier, bei Elsten und Schmitz baut auf. Jos im 1 gegen 1. Foulpfiff gegen Hagen. Gegen Spur. So, bei Trier gehen Dranginis und Jos. Hilshöfer und Jermaine Buckner kommen. So, Sie sehen auch unten, der Stream hier, der wird präsentiert von den Stadtwerken Trier, von Appis, das ist die App der Stadtwerke. Da findet man allerhand nützliche Informationen von Busabfahrtszeiten bis hin zu, naja, alles, was so ein bisschen damit zu tun hat. Also hochinteressante App, kann man downloaden im App Store, kostenlos. Also, der Stream heute, der Appis Stream. Trier bleibt im Ballbesitz, Schmitz verwirft den Dreier. Eigentlich ein starker Drei-Punkte-Werfer, Simon Schmitz. Hagen mit Grof. Der wird gefoult beim Korbleger. Schöne Aktion von Grof. Ja, eben eingewechselt für Trier. Ich habe es gesagt, Jermaine Buckner mit der Nummer 4. Hochinteressanter Mann. Der war jahrelang Kapitän der Erstligamannschaft hier in Trier, der Kanadier. Und wurde dann spektakulär Weihnachten dieses Jahres für die zweite Hälfte der letzten Saison zurückgeholt. Das war ein sensationeller Coup des Vorstandes. Und er ist geblieben. Nutzt der Mannschaft mit seiner Erfahrung viel. Jetzt ist er am Ball. Den Dreier verweigert er. Schmikal auf dem Feld, auch ein Neuzugang. Junger Bursche, schön aufgepasst. Der Ball war loose, wie man sagt. Irgendwo unterwegs. Ilzhöfer schnappt ihn sich und legt ihn rein. Stefan Ilzhöfer, ein A2-Nationalspieler. Interessanter Mann, komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber interessant auch, wie sich da unten Baumann Durchgang zum Korb und 2 Punkte für Hagen erzielt. 3 Punkte Führung für Trier. Grün, Elsten. Schmikale mit dem Dreierversuch. Ball geht zu Hagen. Ja, hier haben wir Marco van den Berg, den holländischen Trainer. Der Trainer war auch mal Nationaltrainer in Holland, in der Bundesliga, in der ersten Liga, schon bei Bayreuth als Coach und will hier in Trier was aufbauen. Das gelingt ihm ganz gut bisher. Hagen im Spielaufbau mit Reed, der lässt Schmitz stehen, rutscht aus. Fastbreak über Ilzhöfer, der wird gefoult, das müsste ein absichtliches geben. Absichtliches und sportliches Foul. Weil Ilzhöfer wurde vom Hagener Spieler im Fast Break gefoult von Hollersbacher. Sein erstes Foul. Foultechnisch ist hier noch nicht viel passiert. 4 Hagener mit einem Foul, 2 Trierer mit 2 Fouls. Also das Ergebnis ist die Mannschaftsfoulverteilung 2-4 auf Trierer Seite. Ilzhöfer an der Freiwurflinie. Den macht er. Und danach wird es Einwurf an der Mittellinie geben.
Das ist halt die härtere Strafe beim unsportlichen Foul. Da gibt es nicht nur Freiwürfe. Da bleibt das Team auch im Ballbesitz. Hilshöfer wirft ein, Schmitz bringt den Ball. Hilshöfer, Schmitz. Schmitz mit dem Dreier. Na, das war eine Fahrkarte. Fastbreak über Reed. Passt raus. Schmitz. Da hat Buckner einen abbekommen, man sieht es nicht. Der hält sich den Kopf. Ja, da gab es wohl einen Ellenbogen ins Gesicht oder irgendwas. Schauen wir mal. Wenn man die Gestik von Simon Schmitz beobachtet, scheint es doch ein bisschen ernsthafter zu sein. Er scheint zu bluten. Ja, Platzwunde am Kopf, da hat er wahrscheinlich einen Ellenbogen richtig heftig auf den Kopf gekriegt. Fraglich, ob er nochmal zurückkommt. Das wäre natürlich eine Schwächung für die Trierer, wenn der erfahrene Routinier Jermaine Buckner für den Rest des Spiels ausfallen würde. Für Buckner kam jetzt Buntic mit der 14 aufs Feld. Ist auch hier in der Region groß geworden, im Saarland. Buntic hat eine Weile in Rostock Pro B gespielt, kam dann wieder zurück und verstärkt die Trierer auf der Center-Position oder großen Forward-Position. Wieder mit Schmitz, Hilshöfer. Hilshöfer, den wird er nehmen, den nimmt er, den trifft er nicht. Ja, die Trierer Dreierquote, die lässt ein bisschen zu wünschen übrig im Moment. So, jetzt habe ich eben über Matthias Grote, den Head Coach der Trierer gesprochen, der Hagener gesprochen, der erkrankt ist, der vertreten wird durch Dietmar Günther. Natürlich an dieser Stelle auch einen herzlichen Wunsch. Gute Besserung, Matthias Grote, und ich denke, da spreche ich für die ganze Basketballfamilie in Deutschland. Sieh zu, dass du schnell wieder gesund wirst. So, wenn es irgendwelche Feedbacks gibt, wenn Sie was zu meckern haben, zu schimpfen, Anregungen, Kritik, Vorschläge, Prognosen, was auch immer, ein Tweet bei Twitter unter feedback@tjarosch bei Twitter. 66. So, jetzt gehen wir kurz raus zum kleinen Punkt. Hol dir Apps auf dein Smartphone, wähle den Spieler des Tages und gewinn tolle Preise. Thomas Grün mit 5, Hilshöfer mit 4 und Dios mit 4. Da kam noch nichts von Ranginis, dem Topscorer, aber das wird nicht auf sie warten lassen, da bin ich sicher. Bei Hagen Reed mit 2 Punkten, Spur 3, Grof 3, Brooks 2 und Baumann 2. Hagen bringt den Ball über Günther. Jasper Günther, ich sagte es eingangs, Sohn des Interimstrainers Dietmar Günther und Bruder von Per Günther, dem Hagener Dirigent, dem Ulmer Dirigent und Kapitän. Schöner Pass auf Jost, der wird geblockt von Baumann. Hagen bleibt im Ballbesitz mit Lodders. Yannick Lodders, der Sohn
von Eggelotters, mit dem ich mal in Göttingen zusammenspielen durfte. Und Bruder von Robin Lotters. Die haben noch in der Saison vorher in Haaren zusammengespielt. An dieser Stelle schön gut an Eggelotters, falls er sich das hier anguckt. Schmikale, Schmitz. Schmitz mit dem versuchten Floater, der rollt raus. Und der Ballverlust von Haaren. Trier bleibt im Ballbesitz. Neue 24 Sekunden. Schmikale und Schmitz gehen. Kyle Rankines und Kevin Smith kommen zurück. Da ich auch gerade die Väter am Grüßen bin, auch schönen Gruß an Kevin Smiths Vater, Holger Smith, der Oldenburger Basketballlegende. Smith zu Jos. Rankines. Schöner Pass auf Elsten, da haben die Haaren aber auch ein bisschen geschlafen. In der Defense so einfach darf er den Ball nicht bekommen. So, jetzt sehen Sie auch unten, bei Epis.de können Sie auch den Spieler des Tages wählen. Macht natürlich erst nach dem Spiel Sinn, sonst wäre das eher Wahrsagerei hier. Vorversuch von Lollers, war nichts. Quer kommt über Smith, der bricht ab. Geht in Setplay. Rankines. Spin-Move. Ja, so Wurfglück haben die Dreher im Moment nicht. Führen aber trotzdem noch mit 5. 9 Sekunden vor Schluss des Viertels. Ballverlust Haaren, das tut natürlich weh. So, Rankines auf dem Weg zum Korb. Den macht er. Seine ersten Punkte. Ist der Knoten jetzt geplatzt? Kurz vor der Viertelpause. Besseren Zeitpunkt gibt es kaum. So, jetzt gucken wir mal, wie die Mannschaften sich erholen in dieser Viertelpause. Ja, aber wird ein kleines Wurfspiel aufgebaut für die Fans. Das alles im Rahmen der Unterhaltungsshow hier in der Trier Arena. Und wir warten auf Scoring. Immer auf Scouting, das kommt noch nicht. Das geht verständlicherweise erst an die Hagener Bank. So, jetzt das Scouting. Gucken, ob wir noch dazu kommen, bevor wir den nächsten Spot machen. Die Punkteverteilung. Also, Elsten 6. Kyle Rankines 2. Thomas Grün 5. Hilzhöfer 4. Und Johannes Joos 4. Bei Haaren 2 Punkte für Reed. 3 für Spohr. 3 für Groß. Hof. Brooks 2. Und Baumann 4. 3-Punkte-Quote insgesamt bei Trier ganz, ganz schwach. 13 Punkte, eigentlich eine Stärke der Trierer. 13 Punkte, sage ich schon, 13%. Eine Stärke der Trierer und das hier ist unterirdisch, 13%. Aber Haaren auch nicht viel besser mit 20%. Also das kann auf beiden Seiten besser werden. Bei den 2-Punkte-Versuchen. 50% bei Trier, 42% bei Haaren. Also Field Goals insgesamt 36% für Trier, 35% für Haaren. Das ist eng beieinander. Freiwürfe beide 100%. So, schauen wir, wie es weitergeht. Das zweite Viertel hat begonnen. Haare mit Brooks. Der sucht Baumann, dachte ich. Sucht den Spohr, findet Spohr. Und Spohrs Wurf findet den Weg in den Korb. 3 Punkte von Spohr. Der Nummer 6. Trier mit Smith. Rankines. Pick-and-Roll-Versuch. Joos im 1 gegen 1. Bricht ab, findet Elsten, der mit dem Zweier aus der Mitteldistanz. Erfolglos, Rebound bei Haaren in Person von Lodders. Haaren kommt über Günther.
Druckversuch von Baumann. Beim zweiten macht er ihn. Haare auf zwei dran. Schmidt. Elston wird geblockt. Sieht man auch nicht alle Tage. Aber sauberer Block von Baumann. Spohr. Gut, kann nicht immer klappen. Dominik Spohr. Tranquinis. Elston. Dreierversuch von Jost. Bleibt dabei. Trier trifft nichts von der Dreierlinie. Ruf. Pick and Roll Versuch mit Baumann. Der rollt schlecht ab. Lodders. Schön frei geblockt. Aber der Pass wird abgefangen. Schmidt beim Fastbreak. Eieiei, da geht aber nichts rein bei Trier im Moment. So, Ball bleibt bei Trier. Schmidt baut neu auf. Findet Dranginis. Bei dem warten wir noch drauf, dass der Knoten platzt. Vielleicht jetzt. Nö. So, Hagen versucht jetzt auszugleichen. Günther mit dem Lobpass. Schöner Tipp raus zu Brooks. Auch Hagen trifft nicht gerade hervorragend. Fastbreak abgefangen. Also im Moment ist das Wild West. Beide Teams treffen nicht. Beide Teams wirken unkonzentriert. So, kaum habe ich es gesagt, schießt Lodders den Dreier rein. Hagen führt zum ersten Mal in diesem Spiel 22-21. Findet Trier den roten Faden wieder. Dranginis auf dem Weg zum Korb, wird gefoult. Das wird zwei Freiwürfe geben. Foul geht gegen Baumann. Da war ein Baumann, 2,3 Meter groß, aufgewachsen in Hessen. Hat schon in Gießen in der BBL im Kader gespielt, in Licht Pro B. Dann ging er nach Amerika, an die St. Joseph's University. Physisch stark, vor allem in der Defense. Und das hat er bewiesen hier. Aber jetzt ist er erstmal auf der Bank. Da nutzt ihm seine Physis erstmal nichts. Dranginis schießt den ersten Freiwurf rein. Den zweiten ebenfalls. Die Führung wechselt. Trier mit einem Punkt in Front. Hagen mit Reed. Ruf. Schön abgelegt. Aber da wird Herrera geblockt. Von Elston. Buntic, Dranginis, durch zwei Mann durch, das müsste eigentlich ein Foul geben, holt sich den Rebound im Sitzen. Also das sieht man auch nicht alle Tage, ein Sitz-Rebound. Den Begriff gab es bisher nicht im Basketball, eben wurde er geboren, der Sitz-Rebound von Dranginis. Trier blieb im Ballbesitz. Aber Haare mit dem Einwurf. An der Grundlinie. Auszeit. Liebe kennt keine Liga. Entdecke die gesamte Geschichte des Trierer Basketballs auf einer DVD. Mit allen Highlights und Legenden aus 60 Jahren. Sergei Babkov, Charlie Brown, James Marsh, Don Beck, James Gillingham, Henry Grödel und viele mehr. 150 Minuten Basketball pur. Mit allen Emotionen. Liebe kennt keine Liga. Die DVD. Jetzt bei Sport Simons in der Arena Trier oder auf basketballdvd.de. Jetzt für nur 10 Euro zuzüglich Versand auf basketballdvd.de. Hol dir Apps auf dein Smartphone, wähle den Spieler des Tages und gewinn tolle Preise.
Liga. Die Basketball-Doku über 60 Jahre Basketball in Trier von Chris Schmidt und David Filter. Ein ganz tolles Ding, 180 Minuten geballte Basketball-Historie aus Trier. Und nicht nur was für Trierer Basketball-Fans. Haare mit Spor. Hof. Spor scheitert. Schmitz. Die werden abbrechen. Benginis hat er mit dem Ellenbogen geschoben. Korrekt, da pfiff der Schiedsrichter. Also da hat Benginis seinen Gegenspieler mit dem Ellenbogen einfach mal weggehauen, sodass er Platz für den Wurf hatte. Korb zählt nicht. Foul geht gegen Benginis. Sein erstes. Ballbesitz Hagen. So. Nächste Turnover von Hagen. Schöne Defense-Aktion von Thomas Grün, der den Turnover provoziert hat. Trier mit dem Einwurf. Und Backner kommt zurück. Jo. Also. Mit einem dicken Pflaster. Wahrscheinlich haben sie auch ein bisschen getackert. Keine Ahnung. Der Blutfluss gestoppt. Manchmal kann so ein Schlag auf den Kopf ja auch ein Weckruf sein. Schauen wir mal, wie es bei Backner war. Benginis, da ist Backner. So, gut. Findet Grün. Schmitz. Mit dem Dreier. Simon Schmitz mit seinen ersten drei Punkten. Hat Schmitz die Trierer Dreier-Schwäche gebrochen? Warten wir es mal ab. Nach der Auszeit wissen wir mehr. Leider haben wir jetzt keinen Ton, um bei der Auszeit reinzuhören. Lippenlesen läuft auch nicht, weil wir Marco von dem Berg nicht sehen. Dann lassen wir uns mal überraschen, was er Ihnen gesagt hat, inwiefern Sie das umsetzen nach der Auszeit. Es bleibt das erwartete enge Spiel. In den letzten Minuten hat die Führung häufiger gewechselt. Im Moment Trier mit 4 in Front. Beide Teams mit einer ganz schwachen Quote zu Beginn des Spiels im ersten Viertel und zu Beginn des zweiten Viertels aus dem Feld, sowohl von der Dreierlinie als auch von der Zweierlinie. Ich denke, das Team, das zuerst die Wurfquote stabilisiert, hat hier sehr gute Chancen rauszukommen. Hagen mit dem Einwurf. Reed. Vor. Hof. Versucht Rea zu finden, aber Jost mit der Fußballeinlage dazwischen. Fehlwurf von Herrera, der wurde von zwei Mann bedrängt beim Rebound-Foul von Backner. Sein erstes. Herrera. Wieder fast mit dem Ball gewinnen. Haaren mit Spur beim Einwurf. Trier verteidigt über das ganze Feld. Aber im Moment gibt es noch nichts zu verteidigen. Da die helfende Hand des Fischers das Parkett wieder trocknet. Ja, was wäre ein Verein ohne diese ehrenamtlichen Helfer? Mal an alle an dieser Stelle ein großes Dankeschön.
Reed mit dem verworfenen Dreier, Jost mit dem Rebound. Schmitz baut auf, sagt System an. Die 2, was auch immer das heißen mag. Schmitz. Philipp Buckner. Franginis. Den nimmt Hagen bisher relativ gut aus dem Spiel, aber er trifft auch schlecht, wenn er mal wirft. Grün auf dem Weg zum Korb. War nix. Haare mit dem Rebound und Reed. Bleibt dabei. Beide Teams mit einer schlechten Wurfquote. Schmitz. Grün zieht zum Korb. Versucht dann Guinness zu finden. Aber bei der Hand von Brooks dazwischen. Beide Teams wechseln. Bei Trier kommt Ilshöfer für Grün. Bei Hagen kommt Baumann und Amino für Brooks und Herrera. Einwurf Trier unterm Korb. Für Guinness. Lockversuch von Jos. Schmitz zieht zum Korb. Wird gefoult von Wied. Klare Sache. Mannschaftsfoulverteilung in diesem Viertel. 3 Fouls für Trier, 2 für Hagen. Lodders kommt für Reed. Schmitz, Buckner, Reginis. Ilshöfer zieht zum Korb, findet Buckner in der Dreierlinie. Der mit dem nächsten Fehlwurf der Trierer. Haare mit Grof. Block von Baumann. Pick and Roll hat geklappt. Schöne Aktion von Hagen. Pick and Roll zwischen Grof und Baumann, wie aus dem Lehrbuch. Resultat 2 Punkte für Hagen, die damit die Trierer Führung auf 2 verkürzen. Franginis verlegt den Korbleger. Foul gegen Trier. Das müsste gegen Ilshöfer gegangen sein. Sein erstes. Massenwechsel bei Trier. Jost geht. Schmitz geht. Und Reginis geht. Elson, Smith und Schmikale kommen für die Gladiators. Trier mit der Presse über das ganze Feld. Damit haben sie Kirchheim geknackt, den Kirchheim. Die haben die richtig mürbe gemacht mit ihrer Presse über 40 Minuten. Da knickt fast jeder Gegner irgendwann mal ein. Da hält man vielleicht dagegen ein paar Minuten, aber irgendwann ist Schluss. Schluss ist nicht für Grof. Der schießt den Dreier rein, 6 Punkte für Grof. 1 Punkte Führung für die Feuervögel aus dem Ruhrpott. Fast Break. Oh, 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 rustikaler Einsatz. Gegen Aminu. Der wurde da wirklich ein bisschen heftig von Ilshöfer genommen. Glück für Trier, dass es da kein Unsportliches gab. Sondern lediglich 2 Freiwürfe für Aminu. Der erste sitzt. Der zweite ebenfalls. Ilshöfer, Smith, Schmikale, Elston mit dem Mitteldistanzjumper, der seinen Weg nicht in den Korb findet. Haare mit dem Angriff. Übergroß. Dreier von Lodders. Sein zweiter. Ergebnis Lodders. 6 Punkte. Smith. Höchste Führung für Haare in diesem Spiel. 6 vorne. Block von Baumann. Bärenstarke Aktion. Ilshöfer. Mit der nächsten Fahrkarte für Trier.
Ja, ich sagte es ein paar Mal, das muss mehr werden auf Trier Seite, die Wurfquote. Bei Haaren deutlich stärker jetzt die Trefferquote. Ruf mit den nächsten zwei Punkten. Und Haaren marschiert aus Trier Sicht ungemütlich weit weg. 8 Punkte Führung. Trier muss reagieren. Moment um Moment klar bei Haaren. Gilzhöfer. Findet Backner, der im 1 gegen 1, da hat er das Mismatch gegen den kleineren Grof, verwirft. Aminu, Haaren mit der Möglichkeit, die Führung zweistellig auszubauen. Ilzhöfer tippt den Ball ins Aus beim Rebound. Haaren bleibt im Ballbesitz, da der Ball den Ring nicht berührt hat. 13 Sekunden auf der Shotclock. Wechsel bei Trier, Ilzhöfer geht, Jos kommt, Elsen geht. Ruf, 10 Sekunden auf der Shot Clock. Schön an der Grundlinie gezogen von Aminu. Naja, will ich die Gelegenheit mal nutzen, die Schiedsrichter nachzuliefern. Das sind Kastra KW. Hakan Sennissen, Denkissen. Aber da sehe ich eher Daniana Reh, weil das ist eine Dame. Also, haben wir auch nicht alle Tage. Dame als Schiedsrichter. Tolle Sache. Und Hakan Senkissen als dritter Referee. Der Commissioner Markus Horn. So haben wir das auch. Haaren zweistellige Führung mit 11. Und Trier muss sich wirklich was überlegen. Schmikale. Scheitert gegen zwei Mann. Bisschen blauäugig. Das war Schrittfehler von Baumann für meine Begriffe, richtig gesehen von den Schiedsrichtern. Glück für Trier und Haaren mit der Auszeit. So, also Auszeit abgestellt, aus der Auszeit wird ein Wechsel auf Trierer Seite. Haaren wechselt auch. Da kommt Hollersbacher. Mit der 8 für Spohr. Trier mit Backner. Grün, Schmitz, schön abgelegt auf Backner. Der findet den heraneilenden Jos. Und endlich findet der Ball auch mal den Weg in den Haarener Korb. Jetzt kommt die Auszeit. Ja, die Frage ist, wird Trier sich wieder rankämpfen? 9 Punkte Rückstand, 45 Sekunden in dieser Halbzeit noch zu spielen. Also die Trefferquote, wie gesagt, unterirdisch bei Trier. Bin mal gespannt gleich auf die Statistik, auf Scouting, wo die Trierer da liegen. So, weiterhin klappt das mit dem Lippenlesen nicht. Ich sehe nur den Hinterkopf von Marco Vandenberg. Backners Kopf wird gekühlt. Der brummt bestimmt, der Schädel, das kann ich mir vorstellen. Haken im Moment mit dem Momentum. Gelegen haben. Trier hat sich wieder rangekämpft auf 9 Punkte Rückstand, aber das alles der Rückstand geschuldet, ich sagte es mehrfach, einer wirklich, wirklich schlechten Trefferquote auf Trierer Seite. Haken hat auch schlecht begonnen von außen, aber sich dann berappelt. Daraus resultiert auch die Führung. Einwurf Haken. Ruf,
Gedeckt von Grün, jetzt kommt das Doppeln. Hat nicht hingehauen. Schön auf den Trailer gespielt, das war naiv verteidigt. Aminu mit dem einfachen Korbleger. Wagner, Thomas Grün, Schmitz mit dem Dreierversuch, der wird nicht fallen. Trier bleibt im Ballbesitz, Jus mit dem Rebound, Pass zu Schmitz. 10 Sekunden auf der Shotclock. Tankin ist auf dem Weg zum Korb. Und wieder findet der Ball den Weg nicht. Ruf mit dem letzten Wurf. Spiel mehr Spur. So. 11 Punkte Führung für Trier. Für Hagen. Wer hätte das gedacht? Nachdem Trier relativ stark angefangen hat, aber dann immer mehr nachgelassen hat, hat sich Hagen wirklich zurückgekämpft, die Führung übernommen. Interview von Chris Schmidt jetzt. Der sucht noch einen Interviewpartner. Da hat er ihn, den Co-Trainer, den Assistenztrainer Christian Held. Auf geht's, Chris. Christian, sehr schwierige erste Halbzeit, vor allen Dingen in der Offensive. Warum hakt so im Motor der Römerstrom Gladiators? Weil Hagen uns sehr gut verteidigt, glaube ich. Die nehmen uns viel von unserer Offense weg, von dem, was wir machen wollen. Und jetzt werden wir uns anpassen und dann, denke ich mal, in der zweiten Halbzeit besser spielen. Spielt auch eine Nervosität so hier und da eine Rolle? Für viele ist ja, oder für einige ist das erste Spiel für ihre eigenen Fans. Bestimmt, aber damit müssen wir umgehen. Das wussten wir vorher, von daher, ich glaube nicht, dass das der ausschlaggebende Faktor ist. Aber ich glaube, Hagen ist sehr, sehr gut im Moment. Okay, du hast gerade gesagt, ihr müsst umstellen, taktisch nehme ich an. Was macht ihr? Hagen verteidigt unsere Guards sehr, sehr stark und da werden wir jetzt uns eine Lösung ausdenken. Okay, dafür viel Erfolg. Vielen Dank, Christian Held. Also das klingt so, als würde man vielleicht auch ein bisschen Inside spielen. Damit zurück zu dir, Tom. Liebe kennt keine Liga. Entdecke die gesamte Geschichte des Trierer Basketballs auf einer DVD. Mit allen Highlights und Legenden aus 60 Jahren. Sergei Babkov, Charlie Brown, James Marsh, Don Beck, James Gillingham, Henry Grödel und viele mehr. 150 Minuten Basketball pur. Mit allen Emotionen. Liebe kennt keine Liga. Die DVD. Jetzt bei Sport Simons in der Arena Trier oder auf basketballdvd.de. Jetzt für nur 10 Euro zuzüglich Versand auf basketballdvd.de. Liebe kennt keine Liga. Entdecke die gesamte Geschichte des Trierer Basketballs auf einer DVD. Mit allen Highlights und Legenden aus 60 Jahren. Sergei Babkov, Charlie Brown, James Marsh, Don Beck, James Gillingham, Henry Grödel und viele mehr. 150 Minuten Basketball pur. Mit allen Emotionen. Liebe kennt keine Liga. Die DVD. Jetzt bei Sport Simons in der Arena Trier oder auf basketballdvd.de. Jetzt für nur 10 Euro zuzüglich Versand auf basketballdvd.de. Wie sieht Ihr Feierabend aus? Gönnen Sie sich doch auch eine kleine Auszeit. Mitten in Trier. Entspannen. Entspannen. Abtauchen. Wohlfühlen. Genießen. Neu in Trier. Der Saunagarten an den Kaiser. Was gibt's Neues? Schuhe. Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Apples. Apples, ist klar.
Ja, Eppes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Eppes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tick. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie parken. Das ist Eppes. Die Gladiatoren der Neuzeit betreten die Arena. Gut verteidigt, schwieriger Wurf, aber ist drin! Spitzenbasketball aus Leidenschaft, die Römerstrom Gladiators Trier in der Pro A. Kämpf! Erlebe die fesselnde Atmosphäre hautnah. Trier gegen Nürnberg, 21. Oktober, 20 Uhr, Arena Trier. Tickets unter gladiators-trier.de. In Vegas! Liebe kennt keine Liga. Entdecke die gesamte Geschichte des Trierer Basketballs auf einer DVD. Mit allen Highlights und Legenden aus 60 Jahren. Sergej Babkov, Charlie Brown, James Marsh, Don Beck, James Gillingham, Henry Grödel und viele mehr. 150 Minuten Basketball pur. Mit allen Emotionen. Liebe kennt keine Liga. Die DVD. Jetzt bei Sport Simons in der Arena Trier oder auf basketballdvd.de. Jetzt für nur 10 Euro zuzüglich Versand auf basketballdvd.de. Wie sieht Ihr Feierabend aus? Gönnen Sie sich doch auch eine kleine Auszeit. Mitten in Trier. Entspannen. Entspannen. Abtauchen. Wohlfühlen. Genießen. Neu in Trier. Der Saunagarten an den Kaiser. Wie sieht Ihr Feierabend aus? Gönnen Sie sich doch auch eine kleine Auszeit. Mitten in Trier. Entspannen. Entspannen. Abtauchen. Wohlfühlen. Genießen. Neu in Trier. Der Saunagarten an den Kaiser. So, da sind wir wieder. Okay, da sind wir wieder. Noch ist hier Halbzeitpause. Hier werden die Nachwuchsspieler geehrt. Das NBBL-Team der Gladiators Trier und die Regionalligamannschaft. Aber jetzt mal in einer Sache. Wir haben eben tolle Basketballgeschichte, die Werbung dafür gesehen. Basketballhistorie, 60 Jahre Basketball in Trier. Es gibt auch was, eine echte Basketballhistorie, eine echte Basketballgeschichte. Aus den 70er, 80ern anhalten bis heute, die Geschichte von Wilbur Dulindi. Und dieses Buch will ich einfach mal empfehlen. Das ist ein wunderbares Basketballbuch, geschrieben von Professor Christa Friebert. Und im Mittelpunkt steht das Leben der Basketball-Ikone aus den 70er, 80er Jahren, Wilbur Dulindi Jr. Zigmal Meister, ich glaube fünfmal mit dem ASC Göttingen damals unter Terry Schofield. Hat einige Pokalsiege auch hinter sich gebracht, wurde deutscher Nationalspieler, erkrankt am Blasenkrebs, hat den Krebs erfolgreich besiegt und ist ganz nebenbei auch noch der Vater des großen Basketballtalents aus Bamberg, vielmehr aus Hamburg, der jetzt in Bamberg spielt, Louis Dulindi. Also, das ist sehr empfehlenswert. Da geht es nicht nur um Basketball, es geht um Rassismus, es geht um den Weg von Wilbur Dulindi. Ganz witzig auch, wie auf einmal einer vom besten US-College-Team nach Deutschland in die Basketballszene 1977 kommt. Und das Erste, was ihm auffällt, dass da in der Kabine Bierkisten stehen und geraucht wird vor oder nach dem Training. Sehr amüsant, mit leichter Feder geschrieben von Professor Christa Friebert. Ich sagte es bereits. Und das ist wirklich ein Tipp. Also, Wilbur Dulindis Biografie, Professor Christa Friebert.
Deutschland für eine Saison, erschienen beim Surkamp Verlag. Und die verlegen keinen Unsinn. Also kaufen, ein echter Tipp. So, das war das. Sehr empfehlenswert. Wir verlosen übrigens, ganz wichtig noch, ein signiertes, von Wilbert Olindi signiertes Exemplar. Wilbert war übrigens mein Kapitän, als ich beim ASC Göttingen in der ersten Bundesliga gespielt habe. Also habe ich ihn kurz einmal angerufen und habe gesagt, Wilbert, wie sieht's aus? Er stellt ein Tuch zur Verfügung, das er signiert. Also, die Frage, und das ist das Quiz jetzt, wie heißt Wilbert Olindi Junior mit Mittelnamen? Und jetzt kommt mir nicht mit Junior, wie er mit Mittelnamen heißt. Wer da zuerst die richtige Antwort schickt, der kriegt von Wilbert Olindi ein signiertes Exemplar dieses Buches geschickt. Gruß an Wilbert übrigens in Hamburg bei dieser Gelegenheit. Sehr erfolgreicher Coaching- und Managementberater im Moment seit Jahren mit seiner Firma The Black Pearl. Das war auch sein Spitzname in der ersten Bundesliga. Und da ich von Perlen rede, jetzt Chris Schmidt, der mir Perlen der Weisheit jetzt zur Verfügung stellen wird. Die werden wir jetzt beide, mit denen werden wir um uns werfen. Ja, Chris, jetzt einfach mal, ich frage einfach, was sagst du zur ersten Halbzeit? Trefferquote, Katastrophe, richtig? Trefferquote auf jeden Fall Katastrophe, aber es liegt auch daran, dass man irgendwie so einen seltsamen Eindruck hat, dass die Mannschaft noch nicht 100% da ist. Also, dass sie von ihrem Kampfeswillen und vor allem den Tugenden, die sie auszeichnen, von diesem bedingungslosen Einsatz, sieht man meiner Meinung nach aktuell noch zu wenig. Und da müssen sie einfach auch körperlich und physisch zulegen. Da waren auch viel zu viele, gerade in der Transition Defense. Also wenn man vorne den Ball verliert, muss man wenigstens gucken, dass man schnell nach hinten kommt aus Trierer Sicht. Und da hat man bestimmt 10 Punkte einfach so verschenkt, wo dann einfache freie Würfe oder Korbleger auf Hagener Seite passiert sind. Die Hagener gefällt mir sehr, sehr gut. In ihrer Spielanlage vor allen Dingen machen sie es extrem stark, dass sie in der Help-Defense auch mit dem Big Man rausrücken. Damit kommen die Trierer Guards überhaupt noch nicht zurecht. Kyle Dranginis zum Beispiel noch überhaupt kein Faktor. Da haben sie sich sehr, sehr stark drauf eingestellt und nehmen so Trier bis auf wenige Ausnahmen, vor allen Dingen das Pick and Roll, sehr, sehr gut weg. Ja, sehe ich genauso. Dranginis hat man ziemlich auf dem Spiel genommen. Aber die Defense auch ein bisschen naiv manchmal. Und ich glaube, wir kriegen jetzt die Teamstats rein, oder? Sehe ich das falsch? Da haben wir sie. Gucken wir uns mal gemeinsam an, Chris. Ja. Field Goals, 25% bei Trier, 43% bei Hagen. Da weiß man, wo der Vorsprung von Hagen herkommt. Ähnlich bei den zwei Punkten. Ja, Dreier. Ne? 14% Dreier, eigentlich eine Stärke der Trierer, oder Chris? Ja, vor allen Dingen waren dann auch welche dabei, die man nehmen musste, weil die Shot Clock dann weit runtergelaufen ist. Und es ist, wie gesagt, es ist auch zu wenig Bewegung. Also was bei den Automatismen in den ersten beiden Spielen so großartig funktioniert hat, wo wir uns alle gewundert haben, neue Mannschaft, neues Team. Da waren schon viele Spielzüge dabei, die zu freien Würfen geführt hat. Das geht heute gar nicht. Also es ist viel zu wenig Bewegung auch abseits des Balls. Auch keine Offscreen-Blöcke, dass die Leute in die Schützen und freie Positionen bringen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie gerade jetzt auch mit dem Big Man sprechen werden. Vielleicht wird Jermaine Buckner auch rausgezogen mehr, dass er ein bisschen kreiert für die anderen. Und ansonsten muss da einfach auch der Ball vielleicht mal öfters nach innen gehen, um dann einfach auch variabler auch für den Gegner die Verteidigung ist schwerer zu machen. Bisher war das doch zu guardlastig und dafür waren die Guards heute, muss man glaube ich so deutlich sagen, auf Trierer Seite einfach noch nicht da. Ja, ich denke auch, dem ist wenig hinzuzufügen. Also für meine Begriffe war auch das Spiel der Big Man ein bisschen zerfahren unterm Korb. Da muss einfach mehr kommen. Es war nicht diese übliche Rotation bei Trier, dieses übliche variable Spiel. So, und ich habe es eben gesagt, manchmal sehr naiv in der Defense, gerade wenn die Trailer kamen beim Fast Break. Aber gut, es kann nur besser werden, insbesondere mit der Trefferquote. Chris muss gleich wieder seinen Job als Hallensprecher machen. Wir haben noch 1,50 hier. Gerade nochmal, ist natürlich ganz toll, wenn man einen Quiz ansagt und die Adresse nicht nochmal sagt. Also bei Twitter, tjarosch66, jetzt weiß auch jeder, welcher Jahrgang ich bin. Da die Antwort hinschicken, wie heißt Wilbert Olindi mit Mittelnamen. Also nicht Junior, das ist ein anderer Name. Aber er ist naheliegend. So, Chris, in einem Satz, was muss jetzt anders werden? Ich erwarte eine ganz andere Aggressivität auch in der Verteidigung. Ich glaube, dass Marco Vandenberg deutliche Worte gefunden hat und sie spitz gemacht hat. Und so werden sie auch jetzt auch rausgehen. Ich glaube, dass das dritte Viertel spielentscheidend sein wird. Wenn Hagen, sie hatten zwischenzeitlich einen 15-0 Lauf, den hätte man vielleicht auch noch mal mit einer Auszeit unterbrechen müssen. Er hatte noch eine. Aber gut, ich meine, die Schlüssel, die sind klar. Ich glaube, Trier braucht ein klareres Spiel, sie brauchen ein physischeres Spiel. Und Hagen wird versuchen natürlich auch mit ihrem cleveren und durchdachten Spiel Trier da gar nicht mehr reinbringen zu lassen. Aber es muss Publikum einfach auch ins Spiel gebracht werden. Sie brauchen einen guten Start.
dann ist hier noch alles drin aus Trierer Sicht. Aber bisher verdiente Führung für Hahn. Ja. Also dem füge ich jetzt gar nichts hinzu. Getreu dem alten lateinischen Sprichwort auf Deutsch, hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph gewesen, geblieben. Alles, was ich jetzt sagen würde, würde Chris auch nur recht geben. Also muss ich nicht wiederholen. Wir gucken mal. Okay, wir haben jetzt gleich noch einen Spot. Vorher gucke ich nochmal, was ich erzähle. Wir werden im... Da. Und, was gibt's Neues? Schuhe. Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Eppes. Eppes, ist klar. Ja, Eppes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Eppes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tech. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie. Geht daneben, Elsten beim Rebound, der geht auch daneben. Also es hat sich nichts geändert. Trier trifft einfach nicht. Jetzt noch das Foul gegen Elsten. Ballbesitz für Hagen. Hagen, 1 gegen 1 von Spohr gegen Joos, ja, das sah ein bisschen nach Foul aus. Grün sucht Joos, der verliert fast den Ball. Grün, Elsten. So, da hat er mal das Glück, da fällt einer rein. Elsten fordert das Foul von Herrera. So. 9 Punkte Führung für Hagen. Grof gegen Grün. Schön durchgetankt von Grof. Starke Aktion. Trier fast mit dem Turnover. Brooks dazwischen, aber Ball bleibt bei Trier. Trier braucht jetzt das Momentum. So einfach ist es. Elsten, Smith, Joos, Franginis, Joos, Elsten mit dem Fehlwurf. Also, da ist heute echt der Wurm drin. Wenn Trier das nicht in den Griff bekommt, dann geht das hier nicht gut aus Trier Sicht. Foul gegen Elsten. Sein zweites. Brooks mit dem ersten. Ja, bei der Gelegenheit grüße ich auch mal alle Fans aus Hagen, die habe ich schon gegrüßt, aber von überall. Aber auch die, die hier in Trier in verschiedenen Lokalitäten, wie im Front of House an der Arena, im Newtons Tag- und Nachtcafé am Pferdemarkt, aber auch im California, in Mertesdorf, dieses Spiel mitverfolgen. Also Public Viewing in Trier. Franginis. Schön durchgesetzt. Ist der Knoten jetzt geplatzt? Mit seinen Punkten 5 und 6. Immer noch 11 Punkte der Vorsprung von Hagen. Ballverlust. Trier mit der Möglichkeit, näher ranzukommen. So, Hagen presst nicht mehr. Hagen in der Mann-Mann-Deckung. Grün. Franginis. Ja, da. Oh! Ich wollte sagen, da war ein Foul dabei, aber die Schiedsrichter entscheiden auf Schrittfehler. Wenn man das Foul nicht pfeift, ist der 5. Schrittfehler absolut korrekt.
Über das Foul kann man geteilter Meinung sein. Grün. Gegenwurf. Zwei Mann, das wird Sprungball geben. Und wie ja bekannt, den Sprungball, also wo die zwei um die Wette hüpfen, gibt es nur noch am Anfang. Jetzt wechselt der Ballbesitz hin und her. Der Pfeil zeigt in Richtung Hagen, das heißt Hagen bei diesem Sprungball mit Einwurf. Beim nächsten Sprungball wird der Ball bei Trier sein. Reed. Oh, 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 das war Schrittfehler. Klarer Schrittfehler von Brooks. Die Schiedsrichter sind ja angewiesen, die Schrittfehlerregelung, insbesondere beim ersten Schritt, etwas toleranter zu gestalten, gerade um es den Amerikanern leichter zu machen. Aber das da war ja ein Mordschritt, also den muss man schon pfeifen. McGinnis sucht den freien Mann Smith, zieht zum Korb. So, kurzer Ausflug durch die Zone, endet mit einem Airball. Es bleibt dabei, das Trierer Spiel zerfahren. Smith. Rangines. Gegen Trier. Gegen Elsen sein drittes. Ja, da hat er jetzt aber Gas gegeben. Drei Fouls in kürzester Zeit. So, wenn ich das richtig überblicke, noch haben wir keinen Gewinner bei dem Gewinnspiel. Also, wer ein handsigniertes Buch von Wilbert Olindi möchte, der muss unser TA-Jaroschek 60 bei Twitter schreiben. Wie heißt Wilbert Olindi mit Mittelnamen? Genug davon, Schmitz. Der Hagens Defense steht. Offensiv folgt gegen Buckner, kann man vertreten. Da hat er sich mächtig Platz gemacht mit dem Ellenbogen. Weiterhin 11 Punkte Führung für die Feuervögel aus Hagen. Gib mir die Möglichkeit, die Führung noch weiter auszubauen. Trier muss liefern. Wurf auf Spur, findet Herrera, der findet den Korb nicht, und Schmitz. Schöner Pass auf Jost, der als Trailer kam, der macht den Korbleger mit Foul für meine Begriffe, das nicht geschützt wurde. Natürlich die Fans jetzt hier auf 180. Foul gegen Buckner. Sein drittes, also Buckner und Elsen, beide mit drei Fouls. Nicht gut. Und die Fans sind außer sich hier. Die bedenken die Schiedsrichter mit Namen von allmöglichen Körperteilen und Tieren. Auch nicht die feine englische Art. Es wird Freiwürfe geben für Spur. So, und hier ist jetzt der Teufel los. Ich weiß nicht, ob Sie es hören. Die Halle richtig aufgebracht, also die Zuschauer in der Halle. Die Halle selber steht ruhig, wie immer in Trier. Lodders und Baumann kommen für Herrera und wieder auf Hagener Seite.
Hilshöfer jetzt für Trier auf dem Parkett. Grün. Ball bleibt bei Trier. Mit der Haaren in der Zone, wenn ich das jetzt richtig sehe, in der Zonenverteidigung. Und Schmitz macht das einzig Richtige dagegen, das adäquate Mittel. Einfach mal den Ball von jenseits der 3-Punkte-Linie reinwerfen. Trier verkürzt auf 8 Punkte Rückstand. Hilshöfer, Grün, Joost, Wagner, Schmitz, Joost, mit dem Fehlwurf, Ball bei haben. Ist das Trierer Strohfeuer schon erloschen? Nochmal, wenn ihr irgendwas beitragen wollt, Kommentare, Prognosen etc., Kritiken oder das Buch über Wilbert Olindi gewinnen wollt, handsigniert von ihm. T. Jarosch 66 bei Twitter. T. ohne H. Jarosch 66 bei Twitter. Lodders verwirft den Freiwurf. Hilshöfer, Migale, los. Hinnitsch Migale, der mit dem Fehlwurf, Rebound bei Hagen. Hagen mit der Möglichkeit wieder zweistellig in Führung zu gehen. Über Grof. Brooks. Brooks nimmt Hilshöfer mit zum Korb, bricht ab, nimmt den Fadeaway und versenkt ihn. Hagen mit 11 in Front. Schmitz, Joos, mit versucht das Pick and Roll, diesmal klappt es, Joos verliert fast den Ball, bleibt im Ballbesitz. Mit dem Hook. Und Wagner angelt sich den Ball. Schmitz mit dem Dreier. Der sitzt. Schmitz im Moment der Mann der Stunde auf Trierer-Seite. Zwei Dreier hintereinander. Ganz wichtig aus Trierer-Sicht. Schmitz jetzt bei 9 Punkten. Und Hagen geht mit einer 8-Punkte-Führung um die Auszeit. Die Frage ist, ist der Knoten jetzt geplatzt bei Trier? Also von außen liefert im Moment nur Schmitz ab. Da muss der Rest folgen. So, die Hagener Auszeit. Jetzt muss ich gestehen, Lippenlesen ist doch nicht mein Ding, auch wenn ich es jetzt sehe. Ich weiß nicht, was Dietmar Günther seinen Männern damit auf den Weg geht. Es wirkte gelassen, war die sich auf die Luft mit aus. So, jetzt hatten wir auch kurz den Ton. Allerdings konnten wir nichts mehr hören, weil Dietmar Günther schon alles gesagt hat,
was er in petto hatte. Trier presst über das ganze Feld. Da will man den Gegner ein bisschen nervös machen. Schon im Spielaufbau stören. Der junge Jasper Günther, der lässt ihn nicht stören, bringt den Ball schön nach vorn. Ups. Und Jasper Günther aus der Ecke. Wagner mit dem Monster-Rebound. Wird dabei gefoult. Dann hat er fast die Lampe von der Hallendecke geholt. Ganz weit oben. Wechselt, Abinou kommt zu Brooks. Witzhöfer für Trier, Wagner, Schmidt. Aachen weiterhin in der Zone. Wagner. Weiterhin ohne Wurf Fortun. Schöner Kraft für den Ball, guter Einsatz von Ilzhöfer und Schmidt. So, eben gab es beim Sprungball-Einwurf für Hagen. Konsequenz, jetzt ist Trier am Ballbesitz. 2:09 noch zu spielen in diesem Viertel. Kann Trier sich etwas näher rankämpfen an die Feuervögel. Gelingt es den Trierer Gladiators, die Feuervögel aus Hagen heute zu rupfen. Bisher sieht es nicht danach aus. Aber ist ja noch eine Weile zu spielen. Schmitz mit dem Einwurf an der Grundlinie unterm Korb. 12 Sekunden auf der Schatzklappe. Ilzhöfer, Schmitz. Mit dem Dreier sitzt er auch. Jawohl, Schmitz on fire. Der dritte Dreier in Folge. Schmitz verkürzt auf 5 Punkte Rückstand. Und die Fans sind wieder wach. Jetzt ist hier wieder richtig Stimmung. Foul gegen Joos, naja. Ja, da ist Diskussionsbedarf bei den Fans. Jo, ob das jetzt irgendwelche Signalzeichen sind mit den Fahnen, was zu tun ist. Gleich kommt sie an. Im Moment ist Baumann angekommen an der Freiwurflinie und hat 2 Freiwürfe. Er kann den Hagener Vorsprung ausbauen. Baumann lässt den ersten liegen. Zweiten auch und Buckner mit seinem nächsten Monster-Rebound. Dem haben sie offensichtlich nicht nur den Kopf getackert, sondern wohl auch noch Sprungfedern an die Füße getackert. Also ganz stark beim Rebound im Moment Jermaine Buckner. Joos gegen Baumann. Sucht das 1 gegen 1. Fadeaway, Hookshot. Mit links, mit Brett rein. Ein ganz, ganz schwerer Wurf. Ganz, ganz schweres Ding von Johannes Joos. Findet sein Ziel. Ist das der Weckruf für Trier? Offensichtlich. Denn es folgt ein Ballverlust von Hagen, von Günther. Trier bleibt im Ballbesitz und kann sich jetzt auf einen Punkt rankämpfen. Vielleicht sogar mit dem Dreier ausgleichen. 1:11 im dritten Viertel. Trier scheint das Momentum jetzt zu haben. Schmitz mit dem nächsten Dreier. Der wird doch nicht. Na, das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Buckner mit was sonst? Mit dem Rebound. Diesmal offensiv, Ilzhöfer. Also, jetzt ist hier Pfeffer drin. Joos, schöne Drehbewegung. Der nächste Korb von Joos. Jetzt ist Joos on fire. 4 Punkte in Folge. Wir haben wieder ein enges Spiel. Trier auf einen Punkt ran. Günther gegen Schmikale. Günther mit
mit dem Wurfpech, was die Trierer in der ersten Halbzeit hatten. Schöne Aktion von Günther. Der Ball rollt raus. Trier erkämpft sich den Ballbesitz. Jetzt scheint es für Trier zu laufen, die Möglichkeit zum Führungswechsel. Und ich glaube, Dietmar Günther, der Hagener Coach, der wird froh sein, wenn jetzt die Viertelpause kommt. Trier mit dem Lauf. Wer geht hier mit der Führung in die Viertelpause? Die Pause zum letzten und entscheidenden Viertel. Auf jeden Fall wird es noch zwei Angriffe geben. Trier kann die Uhr nicht runterspielen. 24 Sekunden auf der Uhr, 13 auf der Shot Clock. Buckner gegen Lodders. Lodders mit dem absichtlichen Foul. Also, der eine Schiedsrichter zeigt absichtliches Foul an. Der andere korrigiert ihn. Jetzt wird hier ein bisschen diskutiert. Doch, absichtliches Foul. Ja, jetzt hätte mich interessiert, der Ball war drin. Eigentlich müsste der Korb zählen. Obwohl, das Foul war wahrscheinlich kurz vor der Wurfbewegung, in der Drehbewegung. So, absichtliches Foul, ich habe es eben erwähnt. Trier mit zwei Freiwürfen für Buckner. Und dann, und jetzt, Obacht, Taktikfüchse. Dann hat Trier Einwurf Mittellinie. Und kann die Uhr fast komplett runterspielen. 17 Sekunden noch in diesem Viertel. Natürlich, wenn Trier relativ früh abschließt, hat Hagen noch genug Zeit für einen Angriff. Buckner macht den ersten und gleicht aus. So, das, was Chris Schmidt eben in der Pause gesagt hat. Er sieht dasjenige Team vorne, das sich hier im dritten Viertel fängt. Das war jetzt am Schluss Trier. Aber nichtsdestotrotz ist es dann immer noch ein enges Spiel. Aber überlebenswichtig für Trier, sich hier zu fangen im dritten Viertel. Buckner verwirft den zweiten Freiwurf. Einwurf Trier, Dranginis. Ja, bei 6 Punkten, also 24 Punkte unter seinem 30-Punkte-Schnitt. Der könnte jetzt eigentlich mal liefern. Paul Andrangini ist gepfiffen. Hagen noch nicht im Mannschaftsfoulbereich. Wir wissen, ab dem 5. Foul in einem Viertel von einer Mannschaft, dem 5. Mannschaftsfoul, gibt es bei jedem Foul, egal wo es war und wie es war, Freiwürfe, 2 Freiwürfe für den Gegner. Aber soweit sind wir noch nicht, werden wir wahrscheinlich auch in diesem Viertel nicht mehr kommen. Dranginis. Nächster Foulpfiff, vielleicht kommen wir ja doch noch dahin. Beim 5. Foul wird geschossen, das 4. Mannschaftsfoul für Hagen. War das jetzt? 3,4 Sekunden auf der Shot Clock. Trier definitiv mit der letzten Aktion in diesem Spiel, in diesem Viertel. So. Schmitz nimmt den wilden Fadeaway-Dreier. Ja, der war vielleicht ein bisschen sehr wild. War ja noch ein bisschen Zeit, aber sei es drum. Trier hat das dritte Viertel genutzt, um auszugleichen. Wir haben ein total offenes Spiel. Liebe kennt keine Liga. Entdecke die gesamte Geschichte des Trierer Basketballs auf einer DVD. Mit allen Highlights und Legenden aus 60 Jahren. Sergej Babkov, Charlie Brown, James Marsh, Don Beck, James Gillingham, Henry Grödel und viele mehr. 150 Minuten Basketball pur. Mit allen Emotionen. Liebe kennt keine Liga. Die DVD. Jetzt bei Sport Simons in der Arena Trier oder auf basketballdvd.de. Jetzt für nur 10 Euro zuzüglich Versand auf basketballdvd.de. Hol dir Apps auf dein Smartphone, wähle den Spieler des Tages und gewinn tolle Preise. So, da haben wir nochmal die Eppes-Werbung gesehen, den Eppes-Spot.
Nochmal, dank der SWT und ihrer App ist App, die man im Android Shop, also bei Android, im App Store downloaden kann, ist der Stream hier heute möglich geworden. Das ist der Apple-Stream heute, die App der Stadtwerke Trier. Also ladet es euch runter, ganz nützliches Tool. Auf geht's ins entscheidende Viertel. Hagen über Grof. Ball geht zu Trier. Kevin Smith. Jermaine Buckner. Frank Dienes. Und der Fehlwurf von Elsdorfer. Welches Team kommt hier schneller aus den Puschen in diesem entscheidenden Viertel? Noch ist alles offen. So, als ob ich es beschrien hätte. Spur mit dem Dreier. Hagen mit der Führung. Schmidt. Jos. Granginis. Foul an Granginis. Von Herrera. Das wird sein drittes Foul sein. Der Trier ist ein bisschen stärker geworden bei den Zweiern in der Statistik. Da ist man jetzt bei 35%, Hagen bei 43%. Auch die Dreier natürlich Simon Schmitz geschuldet. Die Dreierquote liegt jetzt bei 31% als Team und bei Hagen bei 40%. Elsen mit dem Fehlwurf. Schmitz sichert sich den Rebound. Trier baut neu auf. Mit Schmitz, der zieht zum Korb. Wird geblockt, Schrägstrich gefoult. Gepfiffen ist nicht, also wurde er geblockt. Hagen mit Brooks, der zieht zum Korb, legt wunderbar ab auf Baumann und der lässt krachen. Hagen mit dem besseren Start in diesem vierten und entscheidenden Abschnitt. Hagen mit 5 Punkten in Front. Merginis. Schmidt aus der Ecke, die richtige Antwort. Kevin Schmidt mit dem Dreier, seine ersten Punkte. Aber aus der Ecke da trifft er eigentlich Traumann-Mandlere Schlicher. Er muss noch nicht unbedingt der Punktemacher. Manchmal scoret er richtig gut, aber in erster Linie ein ganz harter Verteidiger, Kevin Smith. Wenn der an einem dran klebt, der weiß er danach, wie sein Gegenspieler schmeckt. Brooks mit dem Pass. Auf Spur, der scheitert mit dem Hookshot. Und Trier mit der Möglichkeit, näher dran zu kommen oder mit dem Dreier auszugleichen. Pick-and-Roll-Versuch zwischen Elston und Ranginis, Buckner, Smith, Buckner mit dem Mismatch gegen Grof, aber er kann da keinen Nutzen draus ziehen. Fehlwurf, Hagen über Grof, der wird gefoult von Hilshöfer. Ilshöfer ist drittes Foul. Bei Trier jetzt Elston, Buckner und Ilshöfer mit 3 Fouls gefährdet. Bei Hagen Herrera 3, alle anderen noch im grünen Bereich. Aminu zu Grof, der gegen Ranginis. Schöner Pass auf Herrera, der mit einem wunderbaren Reverse Layup. Schöne Aktion. Hagen mit 4 vorne. Elston im 1 gegen 1 gegen Herrera. Gute Aktion von Elston, der halbe Hook. Grof. Herrera. Ja. Da hatte Grof einfaches Spiel. Ranginis lag noch am Boden. Der hat einen mitbekommen, das hat ihn von Füßen gehauen. Aber ich denke kein Foul. Smith. Ranginis. Tippt den Ball raus zu Smith. Der zu Elston. Elston 1 gegen 1 gegen Herrera.
Riskanter Pass. Mikale mit dem Floater. Elston mit dem Pippin. Elston jetzt bei 12 Punkten. Der scheint zur richtigen Zeit wach zu werden. Wir haben ein 2-Punkte-Spiel. Hagen vorne. So. Foul Anspor. Foul geht gegen Wagner. Sein viertes. Jo, der wird wahrscheinlich auf der Bank Platz nehmen. Reginis kriegt den Wechsel. Der kam heute irgendwie gar nicht richtig ins Spiel bisher. So, da geht Wagner mit dem vierten Foul. Logisch, beim fünften ist Feierabend. Den will man sich vielleicht für die Schlussphase schon. Für ihn Jos und für Reginis Thomas Grün auf dem Feld. Das nächste Foul diesmal gegen Kevin Smith. Foul an Brooks. Mit drittes Foul. Ja, jetzt sind einige Foul belastet auf Trierer Seite. Gut, dass Marco Vandenberg so eine tiefe Rotation hat. Da kann wirklich jeder kommen. Da kann man jeden bringen. Fehlverlust Hagen. Grün mit dem Fastbreak. Bricht ab. Mikale sucht den Trailer, findet ihn nicht. Also der Trailer ist der frühzeitig nachfolgende Mann auf dem Fastbreak. Set-Offense der Trier. Trierer. Systemspiel. Smith noch 5 Sekunden auf der Shotclock. Jetzt muss er was machen. Tankt sich durch, wird gefoult. Das wird 2 Freiwürfe geben. Brooks mit seinem ersten. Ja, da musste Smith, das war genau das Richtige, musste was machen. Denn die Shotclock war fast unten. Da haben wir Kevin Smith, so sieht er von Namen aus. Also Trierer. Fans, wenn ihr den in der Stadt trefft, gebt ihm Bier aus. Auch wenn er den Freiwurf verworfen hat. Aber Smith verwirft häufig den ersten und macht dann den zweiten. Also hoffen wir, dass sich das jetzt bewahrheitet, zumindest den zweiten. So ist es. Trier verkürzt auf einen 1-Punkt-Rückstand. 5:33 in diesem Viertel. Also. Das wird wie so oft in der letzten Saison offensichtlich wieder so ein hartes Heartbreaker-Spiel. Bis zur letzten Minute Spannung. Im Moment sieht alles danach aus. Hagen mit Brooks. Lodders. Unten verteidigt Elston wie der Teufel Herrera. Der kommt ins Posting ab, kriegt den Ball recht weit draußen. Legt raus zu Grof. Der muss schießen. Die Stadt hat nur abgelaufen. Rebound bei Schmigale. Smith. Baut auf. Schmitz baut auf. Schmitz, der jetzt für Kevin Smith gekommen ist nach den Freiwürfen. Jos tankt sich durch zum Korb, wird gefoult. Von Lodders, der ist alles als zufrieden mit der Entscheidung. Verständlich, sein drittes Foul. Konsequenz. Vorerst mal ein Platz auf der Bank. Für ihn kommt Reed. Jos mit der Möglichkeit auszugleichen oder sogar die Gladiators aus Trier in Führung zu bringen. Schauen wir mal. So, das war nichts. Es bleibt maximal der Ausgleich. Hinter uns machen sich lautstark die Hagener Fans mitgereist, bemerkbar. Ihr gutes Recht, ist aber alles im grünen Bereich. Ja. Aber Jos schien beeindruckt. Den zweiten lässt er auch liegen. Herrera versucht sich als Aufbauspieler. Klappt ganz gut bisher. Elston beißt sich die Zähne aus. Jetzt hat Grof den Platz eingenommen als etatmäßiger Guard. Da gehört er auch hin. Und Herrera kennt. Herrera weiter. Oh, für meine Begriffe. Saubere Aktion. Aber gut. Foul ist, wenn gepfiffen ist. Freiwürfe für Reed. Aber achten Sie mal drauf. Achtet immer drauf, wie man es will. Unten im Posting ab. Also unter dem Korb. Der Kampf zwischen Elston und Herrera. Wie zwei Lokomotiven kämpfen die da um jeden Zentimeter Position unter dem Korb.
Einfach mal drauf warten. Elton mit der Nummer 1, Herrera mit der 44. Hagen mit rein Front, Schmitz im Aufbau für Trier. Jos. Starke Hupfert von Jos, schöne Aktion. Ja, Jos ist in diesem Viertel hellwach. Wichtig für Trier. Jos auch der Topscorer auf dieser Seite mit 14 Punkten im Moment. Der Mann, der aus Kirchheim hier an die Mosel gewechselt ist. Ballverlust fast bei Hagen. Herrera rettet. Gute Aktion. Notdreier. Rebound landet bei Reed und er macht den rein. Ja, die große Stärke der Trierer in der letzten Saison war der Rebound. Da ist man im Moment ein bisschen dürftig aufgestellt. Wunderbare Aktion von Simon Schmidt, der in dieser zweiten Halbzeit das Spiel wirklich in die Hand genommen hat. Jetzt zusammen mit Jos Topscorer bei 14. Topscorer bei Trier wohlgemerkt. Aber auch im gesamten Spiel. Bei Hagen, Hof mit 12 Punkten der Leading Scorer. Schmitz, ein sicherer Freiwerfer mit dem Bonusfreiwurf, der ist drin. Trier gleicht aus und Schmitz markiert seinen Punkt 15. Nur die Spannung ist hier geradezu zu spüren. Starke Aktion von Reed, zieht durch zum Korb, wird gefoult, verwandelt den schweren Korbleger, kriegt den Bonusfreiwurf. Tja, jetzt ist es wirklich auf relativ gutem Niveau, das Spiel. Beide Teams bleiben sich nie eine Antwort schuldig. Scored der eine, scored der andere. Also, jetzt am Ende richtig unterhaltsam und gut. Reed mit dem Freiwurf. Da hat es Bumm gemacht, der war drin. Hagen mit der 3-Punkte-Führung. Ja, es gelingt Trier nicht, mal ganz ranzukommen und vielleicht mal die Führung zu nehmen, zu übernehmen. Da hat Hagen immer eine Antwort. Schmidt, die kann er aus der Ecke. Ja, in diesem Fall straft er mich Lügen. Rebound landet bei Reed, der baut jetzt auf für Hagen. Zieht zum Korb gegen Schmidt. Sucht den freien Mann. Ball bleibt glücklich in den Hagener rein. 6 Sekunden auf der Shot Clock. Fuchs muss was machen, das macht er auch. Er verwirft. Rebound bei Thomas Grün. Schmidt peitscht sein Team nach vorne. Mit dem Fastbreak. Elston gegen Grof. Ja, das ist das Mismatch. Grof ist kleiner als Elston. Das nennt man Mismatch. Dann soll man den Ball auch zu dem Spieler bringen, der das Mismatch hat, damit er seinen Größenvorteil in der Korbnähe ausnutzt. Ausgenutzt hat Elston das insofern, dass er einen Foul gezogen hat und an die Freiwurflinie geht. Macht den ersten. 13 Punkte für Elston. Wenigstens ein Topscorer, der heute abliefert. Franginis bisher, so ungern wie ich sage, weil ich wirklich ein Franginis-Fan bin, meilenweit von seinem Schnitt von 30 Punkten entfernt. 6 Punkte für ihn, für Dranginis. 14 für Elston. 1 Punkt Rückstand für Trier. Hagen mit der Möglichkeit, dagegen was zu unternehmen und den Vorsprung auszubauen. Vorsprung ausbauen funktioniert komplett anders, als Brooks das gerade macht. Der steht auf der Linie. Ergebnis, Ballverlust, Einwurf Trier. Die Fans erheben sich hier. Hier stehen sie alle in den weiten Rund und wollen ihr Team zur Führung peitschen. Rangines liefert er in der Quanstein. Er versucht mit dem Airball. Ja, er ist heute irgendwie nicht so richtig da. Hof.
Brooks. Geht zum Korb. Verwirft. Schöner Tipp von Herrera gegen Jus. Ja, da muss man beim Defensivrebound besser arbeiten. Ich habe es mehrfach gesagt. So einfach darf man es den Feuervögeln nicht machen, ihr Ei da ins Trierer Nest zu legen. So, wir haben die Auszeit. Beide Teams im Moment im Mannschaftsfoulbereich. Das heißt, es wird geschossen. So viel verstanden habe ich nicht aus der Haarener Auszeit, dafür war die Kulisse zu laut. Aber wenn man die Mimik und Gestik des Coaches Dietmar Günther richtig deutet, hat er in erster Linie versucht, sein Team zu beruhigen. Die sollen cool spielen, locker den Stiefel runterspielen, jetzt nicht locker, aber cool. Denn wir sind in der Crunch-Time, die entscheidende Phase. Die letzten zwei Minuten dieses hart umkämpften Spiels laufen, Haaren mit drei vorne. Jetzt nicht mehr, jetzt nur noch mit einem. Schmitz mit dem schönen Korbleger. Schmitz jetzt bei 17. Schmitz definitiv der Mann der zweiten Halbzeit auf Trierer Seite. Es bleibt das enge Spiel. Reed. Brooks. Franginis. Ja, jetzt könnte man mal 3 Sekunden pfeifen. Und da kommt der Pfiff. Korrekte Entscheidung der Schiedsrichter. Gute Defense von Kyle Franginis, der in der Zone Brooks einfach nicht die Möglichkeit gelassen hat, zum Wurf hochzugehen. Egal wie viele Tanzschritte der da ausführte. Dann stand er 3 Sekunden in der Zone, also in dem grünen Bereich unterm Korb. Und das darf man nicht. Konsequenz, Ballbesitz Trier und die Möglichkeit, die Führung zu übernehmen. Franginis. So, mental jetzt ganz wichtig, dieser Angriff. Schmitz für mich mit einem zu wilden Dreier. Gut, dass du mal grüne Rebound holen. Nicht zwingen jetzt, Gladiators. Schmitz findet Wagner. Der zieht zum Korb. Wildes Ding. Aber da muss er so reagieren. Denn da wurde ihm der Weg zugemacht. Hat er Glück, wurde faul gepfiffen. Der kanadische Routinier wird an die Freiwurflinie gehen. Nächste Auszeit. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo reinhören in der Auszeit. Ja, offensichtlich sind wir nirgendwo drin. So, jetzt gilt es. 55 Sekunden. Ganz wichtige Freiwürfe von Jermaine Buckner jetzt. Ja, den lässt er liegen.
Das tut jetzt natürlich doppelt weh in dieser Phase. Macht den zweiten, wir haben ein ausgeglichenes Spiel. Hagen im Ballbesitz. Trier presst über das ganze Feld. Jetzt ist jede Aktion entscheidend. Trier versucht zu doppeln. Fast der Ballgewinn, Spor. Fragwürdige Aktion, da rempelt das mit weg. Hagen bleibt im Ballbesitz, Brooks trifft. Unglückliche Aktion aus Trierer Sicht. Da war Trier fast im Ballbesitz. Und Brooks macht die wichtigen Punkte. Hagen führt mit 2 Punkten, 36 Sekunden vor Schluss. Wir haben die nächste Auszeit. Ja, jetzt muss Trier antworten. Viel Zeit ist nicht mehr. Hier ist natürlich noch überhaupt nichts entschieden. 36 Sekunden sind eine ellenlange Zeit beim Basketball. Aber Hagen natürlich mit der Nase vorne im Moment. Da muss man kein Basketballfachmann sein, um das zu sehen. Da muss man einfach nur Zahlen lesen können. Die Spannung hier in der Halle ist mit Händen zu greifen. Es ist ruhig, da haben wir sie. Naja, der sieht eher entspannt als angespannt aus. Vielleicht ein Hagener Fan, ne? Der würde wahrscheinlich nicht neben dem Grünen da stehen. Ja, da haben wir den Hagener Fanblock. Die Unterstützer, die machen richtig Stimmung hier. Willkommen in der absolut entscheidenden Phase dieses doch recht wichtigen Spiels, bei dem so ein bisschen die Marschrichtung bestimmt wird. Geht es ins Mittelfeld oder geht es weiter nach oben? Im Moment die Hagener eher auf dem Weg nach oben. Aber Trier mit der Möglichkeit auszugleichen oder in Führung zu gehen. Drenginis zu Schmitz. Jos. Auf dem Weg zum Korb. Da hat er Pech. Da rollt der Ball raus. Jos kämpft um den Ball. Da hat er nochmal Pech. Da ist er komplett anderer Meinung als die Schiedsrichterin. So wichtige Aktion. Und dann rollt der Ball raus und dann hat man nochmal Pech beim Rieber. Und jetzt wird es nicht leicht für Trier. Hagen kann die Uhr runterspielen fast. Führt mit 2 Punkten. Und die nächste Auszeit. Ja, die Trierer Fans sind das ja fast schon gewohnt, diese Heartbreaker-Spiele hier, diese Hitchcock-ähnlichen Spiele. Aber letzte Saison hatten die meistens ein Trierer Happy End. Also schauen wir mal, was hier jetzt passiert. Im Moment sieht es allerdings danach aus, als würden sich die Phönixe aus Hagen, wie der legendäre Phönix, der Feuervogel aus der Asche, der Niederlage gegen Karlsruhe erheben und hier als Sieger aus Trier wegflattern. Jo. Euphorie sieht anders aus, Optimismus auch. Hagen nach der Auszeit mit dem Einwurf in der Trierer Hälfte. Trier muss jetzt den Stopp erzwingen oder im Ballbesitz kommen. Ja, Foul von Buckner. Das wird sein 5. sein. Das war's für Buckner. Feierabend, Arbeitstag beendet. Aber kein Vorwurf an Buckner, das Foul musste er, dann musste er nehmen. Er hätte den Korbleger mit ziemlicher Sicherheit gemacht, wenn er vorbeigekommen wäre. Da opfert sich Buckner fürs Team. Und Spohr muss erstmal beide Freiwürfe reinschießen. Für Buckner kommt Ilzhöfer. So, Spohr trifft den ersten. Das heißt, Trier kann jetzt gleich nur noch mit einem Dreier ausgleichen. Wenn er den zweiten trifft,
braucht Trier mindestens noch zwei Ballbesitze. So ist es. Jetzt wird es eng für Trier. Jetzt muss man schnell abschließen und hoffen, nochmal in Ballbesitz zu kommen. Benginis zieht zum Korb, geht hoch. Bärenstarker Block von Herrera. War das die spielentscheidende Aktion? Ball bleibt bei Trier. Oh, da schlafen die Aachener. Brooks hat gepennt, Berginis schneidet zum Korb. Jetzt muss schnell gefoult werden. Da ist das Foul. Ja, was richtig denn? Schmikale da bei dem Foul verworfen. Soll froh sein, dass er gekommen ist. Jetzt muss man Stop the Clock spielen. Das heißt, mit den Mannschaftsfouls den Gegner an die Freiwurflinie bringen. Und hoffen, er verwirft, sodass man selber wieder in Ballbesitz kommt. Die Uhr stoppen. 5,5 Sekunden noch zu spielen. Hagen an der Freiwurflinie. Und wir haben dasselbe Spielchen wie eben. Wenn Reed trifft, braucht man mindestens einen Dreier. Wenn er beide trifft, dann braucht man zwei Ballbesitze. Reed trifft den ersten. Ich lege mich fest, wenn er den zweiten trifft, dann ist das für die Gladiators fast unmöglich zu gewinnen. So ist es, Reed trifft den zweiten. Es riecht ganz nach Hagen, einem Sieg von Hagen. Benginis mit dem letzten Fehlwurf. Hagen führt die zwei Punkte aus Trier. Ein verdienter Sieg mit vier Punkten. Das muss man so sagen. Trier hatte komplett den Faden verloren in der ersten Halbzeit. Im dritten Viertel hat man ihn wieder einigermaßen gefunden, konnte das Spiel offen gestalten. Aber Hagen hat sich nicht abschütteln lassen. Hagen hat das Trauma besiegt. Das Trauma, das Karlsruhe heißt, ist auf dem Weg nach oben. Eine starke, ausgeglichene Truppe, die Feuervögel aus Hagen. Die Trier Gladiators nach dem glanzvollen Sieg in Kirchheim war da so ein bisschen Nasenstüber, ein Stopp. Da muss man sich schütteln und weitermachen. Aber mit Hagen ist zu rechnen. Das haben die Jungs heute gezeigt. Fuß nach Hagen, Glückwunsch an die Hagener Zuschauer und Fans, Glückwunsch natürlich ans Hagener Team. Glückwunsch natürlich auch an Matthias Grote, den offiziellen Hagener Coach, der hier durch den Interimscoach Per Günther vertreten wurde. Und natürlich nochmal gute Besserung von dieser Stelle und für den ganzen Trierer Fans. Ja gut, das war ein Rückschlag jetzt. Ich meine, man hat den Fechter aus Trierer Sicht knapp verloren, dumm verloren, unglücklich verloren. Und jetzt hat man hier, jetzt wurde ich Flügel ein bisschen gestützt. Gut. Dominik Spohr, der Kapitän der Hagener, ist da. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ich glaube, das geht durchaus in Ordnung mit einer starken kämpferischen Leistung. Und ihr habt dann eine stärkere Nerven gehabt an der Freiwurflinie als Trier. Ja, ich denke, heute haben wir das Spiel in der Verteidigung gewonnen, habe ich gerade schon zu den Jungs gesagt, auch wenn es jetzt vielleicht vom Score her nicht mehr so aussieht. Aber als wir den Schalter umlegen konnten und Stops kreieren, da ist das Spiel in die andere Richtung gegangen, nachdem wir sehr schlecht gestartet sind. Und ich denke, das hat am Ende auch den Ausschlag gegeben, dass wir das Spiel gewonnen haben. Inwiefern hat denn euch dann auch der 15-0-Lauf im zweiten Viertel gut getan, zu sehen, man kann so eine Mannschaft dominieren? Aber Trier hat ja geantwortet im dritten Viertel. Aber obwohl ihr so jung seid, habt ihr wirklich eine reife Leistung dann gezeigt im letzten Viertel. Ja, es ist wirklich, also es hört sich abgedroschen an, aber es ist wirklich so. Basketball ist halt ein Spiel der Läufe und das sieht man immer wieder. Und das war auch heute so, wir mit einem großen Lauf, Trier mit vielen, vielen kleinen Läufen dann wieder zurückgekommen. Und ja, wie Sie schon gesagt haben, am Ende Nervenstärke von der Freiwurflinie bewiesen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft heute. Zumal ja da auch erst noch viel zusammen wächst. Es ist ein Neustart in Hagen. Jetzt habt ihr in den ersten drei Partien zwei gewonnen. Das kann man durchaus als gelungenen Saisonstart bezeichnen, oder? Auf jeden Fall gelungen. Also hätte man uns das vor der Saison angeboten, wir hätten es unterschrieben und hätten es genommen. Ein Wort zu den eigenen Fans, diesen Support zu spüren, das ist schon teilweise Heimatmosphäre gewesen. Muss man nahtlos anerkennen. Ja, das ist die Hagener Fans, die sind einmalig. Und wir sind jedes Mal dankbar, wenn wir vor so einer großartigen Kulisse spielen dürfen. Sie versuchen jedes Mal,
Auswärtsspiele in Heimspiele zu verwandeln von der Stimmung her. Und ich denke, heute ist es wieder gelungen und ja, wir haben heute einen großen Teil dazu beigetragen. Du weißt mal ja, die Saison ist noch jung, aber war das schon ein wichtiger Schritt Richtung Playoffs oder wo geht's denn hin diese Saison? Will er links von höher, der Captain? Nein, nein, dritter Spieltag ist jetzt gelaufen. Wir sprechen noch nicht von Playoffs oder von irgendwelchen Ambitionen, tabellarisch. Wir wollen besser werden, von Training zu Training und von Spiel zu Spiel, von Tag zu Tag. Und das heute war wieder ein guter Schritt im Vergleich zum letzten Wochenende. Dann wünschen wir viel Spaß beim Feiern. Herzlichen Glückwunsch zum Auswärtssieg und damit kurz nochmal zu dir zurück, Tom. So, also, ein Dämpfer für die Trierer Gladiators. Herauszuheben, ich komme gleich nochmal aufs Scoring, aber Jonas Grof auf Hagener Seite in Double Figures. 12 Punkte, 11 Rebounds. Ja, und der Captain ist auch da, der Römerstrom Gladiators. Im dritten Viertel bist du vorangegangen, wichtige Dreier auch getroffen, den Ausgleich erzielt. Warum hat es dann im letzten Viertel nicht ganz gereicht heute? Ja, wir haben einfach nicht konsequent unser Spiel durchgezogen. Und ja, wenn wir 14 Minuten unseren Gameplan nicht 100% verfolgen, dann ist so eine starke Mannschaft wie Hagen, die vor allem auswärts stark spielen, ist auch schwer zu gewinnen. Und dann haben wir uns einfach ein bisschen zu vielen Einzelaktionen verrannt. Und dann verliert man schnell mal ein Heimspiel. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit lief es in der Offensive noch gar nicht. Vor allen Dingen die Guards haben die Hagener auch durch gutes Switchen in der Verteidigung komplett rausgenommen, oder? Ja, ich fand eigentlich, dass wir relativ freie Würfe hatten in der ersten Halbzeit, aber die einfach nicht getroffen haben. Haben in der Halbzeit gesagt, wir müssen unseren Kopf ein bisschen mehr reinkriegen, dass wir einfach mit Selbstvertrauen die Würfe nehmen. Aber so richtig funktioniert hat es im ganzen Spiel nicht, weil ich glaube, wir haben nur knapp über 30% geworfen. Und in den letzten Spielen war unsere Stärke, dass wir hochprozentig treffen. Das war heute überhaupt nicht der Fall. Ist das normal, dass eine Mannschaft, die ja nun mal schon viele Säulen hat, aber neu zusammengestellt ist? Gerade, ihr habt jetzt sehr, sehr viele enge Spiele gehabt. Zwei ganz, ganz enge jetzt auch in den ersten drei verloren. Dass es dann noch in den entscheidenden Situationen an den Automatismen dann fehlt? Das glaube ich ja nicht. Wir sind ja eigentlich eine Mannschaft, die 7-8 Spieler vom letzten Jahr zurück hat. Von daher, jeder kennt unsere Philosophie, aber wir haben es noch nicht raus, in der entscheidenden Phase die richtigen Plays zu machen, offensiv wie defensiv. Was bedeutet das jetzt? Ich meine, es war ein motivierendes Spiel, erstes Heimspiel, tolle Kulisse, über 2500 Zuschauer. Gab es in der Pro A, glaube ich, noch nie zum Saisonauftakt. Ist erstmal ein Dämpfer jetzt, oder? Ja, definitiv, weil wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen für heute, gerade nach dem Auswärtsspiel in Kirchheim. Wie du gesagt hast, die Kulisse war wirklich überragend fürs erste Spiel. Und da wollten wir natürlich mit einem Heimsieg in die Heimsaison starten. Das ist ein kleiner Dämpfer natürlich, aber trotzdem werden wir sich den Kopf in den Sand stecken und weiter arbeiten, um dann das 1 in Kreisheim zu gewinnen. Dafür drücken wir die Daumen. Vielen Dank, Simon Schmitz. Und der Mann hat wirklich auf die Zähne gebissen. Gestern noch rumgeknickt und am Außenband leicht lädiert. Und nach einem Spot gibt es dann noch die Analyse und der Blick auf den Spieltag in der Pro A. Hol dir Apps auf dein Smartphone, wähle den Spieler des Tages und gewinn tolle Preise. Ja, und da ist Tom Jarosch auch nochmal zu mir gekommen, unser Kommentator. War ein sehr intensives Basketballspiel, aber man muss auch, glaube ich, anerkennen, Hagen heute, obwohl sie die jüngere Mannschaft sind, mit der reiferen Leistung. Ja, muss man sagen, also in der Defense, sag ich mal, waren die Hagen ein bisschen abgezockt. Die haben auch gewechselt, mal Zone, mal Manndeckung. Aber sie haben eigentlich konstant ab dem zweiten Viertel relativ gut wieder getroffen. Trier kam noch mal ran. Im dritten Viertel, da haben die ihre Trefferquote deutlich erhöht, auch angeführt von Simon Schmitz mit seiner Dreier-Serie. Dann hat man einfach ein bisschen Pech gehabt bei den Defensiv-Rebounds. Das heißt Pech, das war früher die Stärke der Trierer. Und dieses Mal haben sie einige abgegeben. Obwohl sie 41 Rebounds hatten, was durchaus ein guter Wert ist, hatte Hagen 42. Ist kein großer Unterschied, aber war mit ein Faktor. Und man hat heute, und das war, glaube ich, der Key, den Hagen heute geschafft hat, Kyle Rankine komplett aus dem Spiel genommen. Also der ist bei 6 Punkten, glaube ich, stehen geblieben. Und das ist zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Ist natürlich, das hat man, glaube ich, auch bei ihm gemerkt, schwierig. Ne? Wenn du zwei Spiele lang der absolute herausragende Star bist, Spieler der Woche auch in der Pro A offiziell, 30 Punkte im Schnitt, hat er auch den einen oder anderen Wurf dann erzwungen. Muss man auch sagen, gerade in der letzten Phase, auch im letzten Viertel, da fehlt es ihm, glaube ich, noch an der Erfahrung auf diesem Niveau auch, sich dann zurückzunehmen, wenn man ein schlechtes Spiel hat, die Hände in andere, den Ball in andere Hände zu geben, oder? Ja, das ist richtig, aber das ist ein junger Bengel, der ist gerade 22, kommt direkt vom College, was heißt, er war noch in Dänemark vorher ein Jahr. Aber der wird diese Erfahrung noch machen und du hast völlig recht, das ist sogar eine Bürde. Wenn man einmal 35 und einmal 25, also einen 30er-Punkteschnitt in den ersten zwei Spielen hat,
Klar, aber Hagen hat das gut gelöst. Die haben sehr gut gedoppelt. Wenn er seinen Mann geschlagen hat, war sofort ein Zweiter da. Diese Würfe, diese erzwungenen, hat er ja nicht genommen, weil er jetzt Lust hat, den wilden Wurf zu machen, sondern die Würfe hat tatsächlich Hagen provoziert durch eine bärenstarke Verteidigung an ihm. Das war eine der taktischen Top-Leistungen, die heute zum Sieg der Hagener beigetragen hat. So sieht's aus. Also unterm Strich gratulieren wir Phoenix Hagen zum durchaus verdienten Auswärtssieg hier in Trier. Am Ende war es knapp. Vielen Dank, Tom, für deinen Einsatz und wir freuen uns schon auf die nächsten Aufgaben und schauen jetzt mal auf den Spieltag in der zweiten Basketball-Bundesliga, was bisher die Ergebnisse sind an diesem Spieltag. Denn da gab es außer hier in Trier, wenn man da von der Überraschung überhaupt sprechen möchte, weitere interessante Ergebnisse. Vechta setzt sich nämlich nur ganz knapp in Baunach durch. Das sind die Ergebnisse von gestern. Chemnitz zum Beispiel letztes Jahr ja, mit drauf und dran aufzusteigen in die Bundesliga. 73:89 Heimniederlage gegen Hanau. Das ist auch ein Ausrufezeichen. Paderborn schlägt Nürnberg, den nächsten Trierer Gegner, zu Hause am 21. Oktober. Kirchheim gewinnt gegen Crailsheim, setzt damit nach der Niederlage gegen Trier zu Hause ein Ausrufezeichen gegen den Aufstiegsfavoriten. Und ja, auch Heidelberg setzt sich überraschend durch. Die Rheinstars Köln damit, das kann man durchaus sagen, als Team mit Ambitionen Richtung Bundesliga mit einem schlechten Saisonstart. Die nächste Niederlage für das Team, die ja auch zum Saisonauftakt übrigens klar zu Hause gegen Hagen verloren haben. Und Ulm, das ist eine sehr, sehr junge Truppe, die noch ein bisschen Lehrgeld zahlt. Aber der andere Aufsteiger aus Karlsruhe, der setzt das nächste Ausrufezeichen nach dem Auswärtssieg in Hagen. Ein 91:61 Sieg bei Ulm. Und auch die Hamburg Towers sind noch nicht drin in dieser Saison. Auch die galten ja im erweiterten Aufstiegskreis bei vielen Experten vor der Saison. Verlieren in Ehingen Urspring. Und das Ergebnis von heute ist ja bekannt, die knappe Niederlage der Römerstrom Gladiators. Das zeigt, die Saison in der Pro A, sie ist spannend. Und die zweite Basketball-Bundesliga verspricht in jedem Spiel Hochspannung, weil jeder jeden schlagen kann. Für Trier heißt es jetzt, ja, so ein bisschen die Wunden lecken, wieder als Team zusammenfinden und in den nächsten Aufgaben dann hoffentlich die nächsten Punkte einzufahren. Hagen freut sich auf einen, denke ich, ziemlich perfekten Saisonstart, auch wenn es die Heimniederlage gab. Auswärtssiege in Köln und Trier, das ist erstmal ein Ausrufezeichen, das die junge Mannschaft aus Hagen gesetzt hat. Damit sagen wir Dankeschön heute fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Hier und da gab es kleine Fehlerchen, aber so ist das nun mal. Wir freuen uns über Feedback. Entweder über unsere Facebook-Seite oder über meinen Twitter-Account @bblchris oder über Facebook, wo auch immer ihr uns findet. Gerne Feedback zur Übertragung und wir hören und sehen uns dann wieder beim nächsten Heimspiel unserer Jungs. Das Ganze am 21. Oktober, wie immer, Viertelstunde vor Spielbeginn. Also dann um 19.45 Uhr am 21. Oktober melden wir uns wieder mit dem Spiel Römerstrom Gladiators gegen die Nürnberg Falcons. Damit Dankeschön für heute. Noch einen schönen Restsonntag, was auch immer Sie machen, machen Sie es gut. Und was gibt's Neues? Schuhe. Schau mal. Nice. Was ist denn das überhaupt? Appes. Appes, ist klar. Ja, Appes, die App von SWT. Sag bloß, du hast noch nichts davon gehört. Appes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Genau, und ein Schuh-Tech. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Aber parken kann sie nicht. Aber natürlich kann sie parken. Das ist Apples. Wie sieht Ihr Feierabend aus? Gönnen Sie sich doch auch eine kleine Auszeit. Mitten in Trier. Entspannen. Entspannen. Abtauchen. Wohlfühlen. Genießen. Genießen.
Neu in Trier, der Saunagarten an den Kaiser.